Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 1. Wir sind zurück aus der Pause. Rince. Ach, Rince ist auch da. Moin. Wahnsinn. Jetzt kommen sie alle, ey. Wahnsinn. Rince, guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du reinschaust, Fabio. Wahnsinn. Ja, stimmt, komm weiter. Ne? Den Fabio habe ich auch lange nicht mehr gelesen, tatsächlich. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Lange nicht mehr gelesen. So, wir machen weiter. Bin immer noch nicht ganz sicher, was wir machen müssen. Genau, wir gehen erstmal in den anderen Raum. Gerade so, Steven. Warte mal. Da, so. Ich muss mal auch hier, weil wenn irgendwie was reinkommt hier, muss man mal gucken. Weil die Alarms halt nicht gehen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also für all diejenigen, die vielleicht verpasst haben sollte, es tut mir leid, die Alarms gehen leider nicht. Ja, ein bisschen schwierig. Juhu, es reichte, dass ich mir was zu essen holen konnte. Nice. Ich habe auch noch eine Pizza da und Pizzabrötchen. Ich habe auch gerade mal kurz abgebissen. So. Genau, wir müssen da. Das wird halt noch eine ganz, ganz fiese Sache hier. Aufgrund dessen. Das wird ganz, ganz, ganz komisch. In der Zeit habe ich meine Steuererklärung gemacht. Ja. Da ist noch ein Raum. Ach, stimmt. Ach, so. Jetzt weiß ich, was mit dem Modus passiert. Hier muss eine Modus greifen. Wir müssen solche Geräte finden. Ah. Das habe ich voll falsch in Erinnerung. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Wo sind die Modus? Eventuell zwei. Weil da später gleich noch eins kommt. Ich weiß es nicht. Was? Jetzt bin ich falsch gelaufen. Da, okay. Ausgang. Was? Nein, ich bin im Kreis gelaufen. Scheiße. Wie gehen wir denn jetzt am günstigsten vor? Und, da. Raus. Oh Gott. Das wird eine richtig spaßig, Freunde. Das wird eine richtig spaßig. Oh Gott. So. In den Speicherraum. Da haben wir's. Ich kann ja nicht mehr laufen. Kaputtes Knie. Oh, oh. Spike, Wahnsinn. Now hosting you. Der Alert scheint wirklich nicht zu gehen, ey. Spike, danke für den Host. Danke, danke. Und auch du scheinst die Pause erfolgreich überlebt zu haben. Oh Mann, ey. Bestimmt hat er Overwatch durchgespielt. Patrick spielt Overwatch, ja? Okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer nur hier mit Sarah Dead by Daylight. Oder Overwatch hat ihn durchgespielt. Nein, Patricks Bart hat Overwatch durchgespielt. Patrick würde das nicht schaffen. Sein Bart schon. Denke ich. Das kenne ich. Ohne Medikamente könnte ich nicht vernünftig arbeiten. Boah. Das ist ein bisschen traurig, weil ich nicht weiß, ob es wahr ist. Ich kann das halt nicht mehr, zumindest nicht mein alter Beruf. Ja, das ist halt schade dann. Wenn das dann nicht mehr funktioniert. So. Nico. Okay, Patrick hat getrollt. Okay. Verarscht mich halt nur. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Boah. Da ist noch ein Item, ne? Da hat was geblinkt. Batteriepack. Alter, das wird noch so spaßig, ey. Wie komme ich denn jetzt hier da? Oh Gott, ey. Das wird noch richtig spaßig. Wieso werden eigentlich Hosts da nicht angezeigt? In diesem Dashboard. Oder hat sich das Dashboard auch aufgehangen? Nee, das passt eigentlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich dachte, da werden auch Hosts angezeigt. So, das war noch nicht das Richtige, ne? Der Hauptaufzug hat keine Stromfuhrzuhr. Starten. Ohne Stromfuhrzuhr klappt das nicht. Warum ist eigentlich der Bildschirm an? Weiß man nicht. So.
die Kamera. Ach, das macht's auch in der Luft, oder was? Okay. Kann ich da jetzt, ne? Nee. Ich töte die jetzt. Ah, das Vieh ist oben schon tot. Ah, okay. Das ist der Selbstzerstörungsmechanismus. Er ist gewaltig. Gewaltig ist er. Gewaltig. Okay, hier ist also nichts mehr. Okay. Da habe ich noch eine Idee jetzt. Wo wir hin könnten. Dann passt das soweit. Es gibt nur einen Master of Muppets. Nico wird langsam zu Markus. Was? Was, Lisa? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Achso, wegen Patricks Spruch. Achso, okay. Off und nicht auf. Geht nicht auf. Ich versuche manchmal Hochdeutsch zu sprechen. Ja, aber ich versuche das manchmal zu unterdrücken. Damit mich auch alle verstehen. Warum muss ich dabei an Metallica denken? Was? Also auch nur ein Master of Apartheid sein. Ja, Master of Apartheid? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer zuerst verpeilt war. Eigentlich habe ich Markus kennengelernt, dass der sehr souverän Dark Souls gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt war ich schon verpeilt. Von daher weiß ich nicht. Festgerostet. Wir brauchen Rostentferner. Da oben kommen wir noch nicht lang, das ist klar. Off. Wir kriegen es nicht off. Nee, off. Kufen. Kufen ist eine Doppelohr sozusagen. Da spreche ich Doppelohr aus. Okay, da, wie viele Items? Wir haben 3 Slots. Ja, das machen wir alles später. Wir gehen erst einmal. Nee, das war der Raum, ne? Das war der Raum hier. Den meinte ich, glaube ich. Wo ich hin wollte. Nico, ich habe das Gefühl, du träumst dich selbst. Ja, das habe ich manchmal auch. Mein Unterbewusstsein denkt sich, ach komm. Wir trollen den so richtig. Und dann spielt das mir irgendwelche... irgendwelche Sachen vor, die eigentlich gar nicht so sind und die da vielleicht gar nicht stehen. Und dann, ne? Dann lacht mein Unterbewusstsein. Schieß doch bitte zu der. Ja, lad nach. Ist das... Es sieht nach so einer Sterbeanimation aus. Okay. Jetzt sind wir drüben. Da kriegen wir die Tür nicht auf und hier ist auch nichts. Festgerostet und bewegt sich nicht. Aber wir können jetzt hier rüber. So, Munition. Oh, es sieht ganz beschissen um uns aus. Okay, hier ist es immer noch rot jetzt. Ich bin mir gerade unsicher, was wir hier machen mussten. Ach ne, das war Fallschutz. Ich habe eine Idee, aber da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch ein bisschen gehangen. Weil irgendwas war da noch. Das kann nur noch peinlicher werden, Nico. Das stimmt, ja. Das stimmt. So, das konnte man nämlich schieben. Nicht ganz sicher, was es gebracht hat. Bin ich mir wirklich nicht mehr ganz sicher. Resident Evil 4, kommen die auch vor? Oder wie war das? Die? Boah. Resident Evil 4.
Weiß ich gar nicht. Na, die respawnen jetzt halt die ganze Zeit. Der OP-Tisch ist voller Blut. Ich glaube, ich... Irgendwas habe ich falsch gemacht, ne? Nur was habe ich... Was habe ich falsch gemacht? Wir müssen das Ding nochmal resetten. Also dieses Gitter da, das müssen wir nochmal resetten. Gruftgustl, danke für deinen Follow. Der Follow-Alert geht leider nicht. Deswegen muss ich das leider nur so vorlesen, es tut mir sehr leid. Aber vielen Dank für deinen Support, für deinen Follow und schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß bei Resident Evil 7, 4. Ja, 1 meine ich, Mann. Was denn los? Es ist sehr spät. Vielen Dank für deinen Follow auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast echt ein bisschen Spaß hier. Ich habe es schon mal durchgespielt. Merkt man vielleicht an manchen Aussagen, aber mein Gedächtnis ist echt scheiße. Weshalb, naja. Ich letztendlich, war hier noch was? Nee. Weshalb ich letztendlich, das kann ich halt auch nicht schieben. Was muss ich denn hier tun? Ey, ich weiß es halt echt nicht mehr, ne? Ja, weshalb ich manchmal... Mein Gedächtnis ist so scheiße, ich weiß tatsächlich nicht so, was ich manchmal tue und was ich machen muss. Ich weiß es nur so schemenhaft. Und das bereitet mir Probleme, weil ich mich nicht mehr erinnere. Hier war doch irgendwas. Was muss man denn da tun? Oder war da gar kein wichtiges Ding ins Kirchen? Kein wichtiges Item. Wir können das hier schieben. Da kann ich noch nicht hoch dann. Was war da nur? Okay, da geht's dann ohnehin nicht mehr weiter, wenn ich das so rangeschoben habe. Wofür ist der Raum da hinten wichtig? Um rüberzukommen. Hier im Raum selbst ist nichts. Ey, ich weiß es nicht mehr, ne? Ich hab echt keine Ahnung. Weil wie gesagt, hier ist ja alles grün. Ich kann ja nichts aufsammeln. Diverse chirurgische Dinge. Also ich könnte nicht meine Mode-Disk hier... Da! Oh, ich hab's gerade gesehen. Okay. Okay, sehr schön. Aber auch hier müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Was haben wir hier drin? Ach, da ist was. Okay. Wunderschön. Können wir die letzte Modus reinpacken? Ja. Dann kann ich mal einen Chat nachlesen. Da geht's gerade schon wieder ab hier. So, das machen wir fix. So. Ich glaube, ich stopfe das... Was? Was? Glaub, ich stopf mir das Sellerie-Schnitzel rein. Ach so. Oh, 741. Okay, bleiben wir bei 1. Was? Verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich nicht. Los, erinnere dich. Radurg ist auch schon wieder da. Oder noch? Bist du die ganze Zeit da gewesen? Was ist dein Ernst? Nicht schlecht, ey. Ja, wir kommen zurück auf jeden Fall. Wenn ich nicht sage, wie es geschmeckt hat, dann bin ich tot. Ja, Sellerie dabei, ne? Wie sagt Markus immer, Gemüse ist schlecht. Batteriepark. Schön. So, jetzt gucke ich auf die Map. Da passt alles. Den versuchen wir irgendwie auszuweichen. Weil die respawnen halt alle. Das macht absolut keinen Sinn, die eigentlich zu töten. Ne, bin wieder da. Ah, okay. Dann danke fürs erneute Reinschauen. So, wir gehen hier raus. Haben jetzt die letzte Mo-Disk verwendet, haben sozusagen auch ja, den Zugang zu Boruhr gelegt.
können da rein. Und dann beginnen wir echt langsam das Ende. Okay, was war... Hier ist auch noch irgendwas. Ach nee, das kann sein, das ist... Ja, das kann sein, weil hier die... Nee, kann's nicht. Okay, vergisst es. Vergesst es. Was ist denn hier noch drin? Was ist hier noch drin? Habe ich hier irgendwas übersehen? Hier wahrscheinlich dann, ne? Ah, okay. Pistolen, Munition. Nehmen wir mit. Nice. Dann müsste jetzt aber grün sein, ne? Ja. Also wir haben, wie gesagt, es wird kein 100% Run oder so. Das wird einfach durchspielen, wie wir es schaffen. Von dem 100% Run, da bin ich nie ausgegangen. Das habe ich auch nie angestrebt. Ah. Von daher, wir kommen hier irgendwie durch. Wir haben auch ein paar Sachen halt nicht mitgenommen. Waffen, High-Items, die liegen irgendwo verstreut in der Hoffnung. Oder, sag ich mal, in der... Im Notfall, wenn wir sie brauchen, können wir sie nehmen. Wir müssen halt nur gucken, wo die dann letztendlich sind. Es ist ein Stück Sellerie, welches paniert wurde. Ein dickes Stück. Ein paniertes Selleriestück. Und das sind so Schnitzel. Was ist eigentlich falsch von dir? Rabe. Rabe. Was ist... Was? Verstehe ich nicht. So. Mehr Rätsel haben wir ja nicht, ne? Also, zumindest habe ich das vergessen denn jetzt schon, bitte. Weil... Ja, das letzte, oder der letzte Hint, den wir jetzt haben, oder die letzte Mission ist hier runter halt. Das ist das, was ich hatte. Oder noch im Kopf hatte. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Ja, Chris. Sozusagen der andere spielbare Charakter im Spiel. Jo, okay. Wir müssen jetzt einen Schlüssel finden. Ha. Ha. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn noch so? Wir haben auch noch Holzplanken und so ein Zeug. Wir haben ja noch Items irgendwie, die ich nie verwendet habe. Was mache ich mit der Holzplanke eigentlich? Frage ich mich seit wesentlich nicht, wie vielen Stunden. Meines Erachtens muss hier alles drin gelöst werden. Wir müssten nicht nochmal raus. Das ist alles, was hier drin ist, ist hier drin machbar. Okay, wir haben das Ding jetzt aufgemacht. Das sind nur die Verriegelungen, der Strom ist dann nicht mit inbegriffen. Ah, da oben. Wir gucken nochmal hier rein, dann sammle ich mal ein paar Items ein, machen das vielleicht alles grün, weil ich gerade keinen Hinweis habe, wo es weitergehen könnte. So, da sind halt auch... Wir haben, wie gesagt, echt genug Farbbänder. Wir könnten... Weiß ich nicht. Wir könnten das Spiel kaputt speichern. So viel Farbbänder haben wir. So. Warte mal, hier ist ja noch ein Hinweis sozusagen. Das ist unsere Mission. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ah, da ist ja leer. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Genau. Das müssen wir sozusagen in Gang bringen. Wir haben ja vorhin ein Gerät gefunden mit dem Selbstzerstörungsmechanismus. Und das hat irgendwie damit zu tun. Weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie so, ne? So, das ist rot, grün. Das da rechts ist noch rot. Ja, der Patrick hat ein paar mehr Punkte. Ja. Der war schon ein bisschen länger hier.
Ne, 10 Minuten, ne, ein Punkt aller 10 Minuten ist das. So ist es aktuell eingestellt. Bam, bam. Da ist halt auch noch ein Item da unten. Und hier oben. Ansonsten ist hier alles grün. Das heißt, wir könnten halt das oben, müssten halt vielleicht nochmal oben hingehen. Rabe hat noch ein bisschen mehr. Jetzt ist hier Spannungsvergleich, ne? Wer die meisten? Wer die meisten? Was war hier noch so? War hier noch ein Item? Die Leichen sind gefroren und in Plastiksäcke verpackt. Okay, hier müsste es... Also ich klicke jetzt mal hier kurz die Schränke durch. Danke. Das, was ich gesucht habe. Und somit ist es grün. Weil manchmal sieht man es tatsächlich nicht, ob da was ist. Und das ist dann so... Raten. Enthält grünes Kraut. Okay. Okay. So. Das ist auch grün. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz da runter. Da liegt, glaube ich, auch nur Munition. Glaube ich. Ich bin mir halt nicht mehr ganz sicher. Das ist halt das Problem. Deswegen, wir gucken nochmal unten in den Schlauchgang. Wollen die Gegner kommen? Die werde ich nicht töten. Weil, wie gesagt, die Respawn kommen aus irgendwelchen Schlitzen. Von daher macht es keinen Sinn, die zu töten. Das habe ich halt schon alles, wie gesagt, probiert. Das ist Munitionsverschwendung. Wenn man es nicht weiß. So, und da müssen wir jetzt wirklich... Da müssen wir schnell und vorsichtig sein. Nein, Steven, 10 Minuten... 10 Punkte in einer Minute. Was? So, jetzt müssen wir halt alles abgehen hier. Hier irgendwo noch was ist. So, den Kreis sind wir jetzt gelaufen. Und ich glaube, hier hinten war halt was. Ich muss mal gucken, ob wir... Vielleicht töten wir... Ja, vielleicht müssen wir sogar was töten. Oh. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachttankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Ah, okay. Kapsel nehmen wir mit. Und wir sind rot. Halbrot. Heilen wir uns mal. Ah, scheiße. Es ist halt auch, ja, vielleicht hätte ich die auch alle töten sollen, müssen. Vielleicht wäre das klüger gewesen, ich weiß es nicht. Okay, wir kommen raus. Wir können gleich nochmal speichern zur Not. Wäre angebracht. Dazu müssen wir nochmal hoch. Da können wir halt auch nochmal... Oder mal ein bisschen hoch, ja, ne? Da war die. Ja. Aber nee, hier ist ja auch eine. Okay, vergesst es. Hier ist ja auch eine. Geben wir nämlich mal die Items nochmal ab. Speichern nochmal. Ibero. Ibero Gast. Wozu gibt es Ibero Gast? Das ist ein Magenmittel. Tja, ein Magenmittel. Es ist eigentlich sehr eigenartig, dass ich den ganzen Scheiß kenne. So. So, Magnum haben wir 18 Stück. Warte mal, die können wir mal zusammen basteln. Da haben wir noch 5 drin. 23. Hier haben wir halt auch genügend von. Das ist, wo ist das? Ja, das ist das Einzige, was wir noch haben. Na gut, Serum. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch einen Sinn hat, irgendwann. Oder ob das tatsächlich für die Quest mit dem Typen war, der tot ist. Da muss man, glaube ich, einfach schneller sein. Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft. Oder man hat es halt einfach. Man braucht es nie. Wo ist denn die Munition? Von dem Gewehr. Weil ich den Mist nicht sortiert habe. Sicher, Selbstverteidigungswaffe haben wir auch noch. Also alles da oben.
So, da können wir auch die Dingens hinpacken. Dann haben wir alles unter einem Dach. Heilen brauche ich mich jetzt gerade nicht, ne? Da haben wir uns gerade geheilt, genau. Oh, Batteriesäule. Das ist mal so der Akku. Müssen wir tatsächlich jetzt mal einen Akku dran stecken. Das ist noch nie in einem Stream passiert. Einfach mal den Akku leer gespielt. So. Einfach mal den Akku leer gespielt. Nach 9 Stunden, 15 Minuten. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Also, das eine Kraut lasse ich da. Oder nehme ich mit, sozusagen. Sozusagen. Speichern bauen. Wir werden nicht mehr so oft speichern. Wir haben schon echt oft gespeichert. Wir sind da jetzt nicht so krass zimperlich damit umgegangen. Und dennoch sind wir gut dabei. Also du kannst irgendwie 40 Mal speichern in dem Spiel. Bin mir nicht mal sicher, ob ich alle Farbbänder gefunden habe. Wahrscheinlich eher nicht so. So, 16 Stück. Joa, läuft. Okay, dann haben wir jetzt diese Kapsel, die wir auffüllen können. Die Frage ist, knappt das jetzt schon? Die andere Frage ist, wo war das? da oben, glaube ich, ne? Ja. Da oben war das. Ist echt gut, das Zeug. 1000 Punkte an Nico. beziehungsweise 10.000, ne? 100.000, glaube ich. Ja, meine Mutter ist Apothekerin, deswegen kenne ich den Scheiß. Das ist... Da wächst man mit auf, sozusagen. Das Sellerie fühlt sich... Das Sellerie etwas fühlt sich an wie ein Stein im Magen. Nicht dran denken. Wenn du dran denkst, dass irgendwas schlecht sein könnte, dann tut das deinem Magen, glaube ich, auch nicht gut. Würde ich mal behaupten. Ich habe Maloxan. Was soll es Maloxan? Was lernen wir da raus? Gemüse ist böse. So. Das brauchen sie jetzt nicht. Wieso? Sieht aus wie ein Nachtrankgerät. Kapsel. Achso. Danke. Sie haben folgendes Treibstoffkapsel. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. So, das ist jetzt nämlich der Knackpunkt an der Sache. Wir müssen jetzt so, das wird richtig schwer. Ich bin erstens nicht mehr der Frischeste. Nach so 9 Stunden Stream. Magengel, ah, okay. Das kenne ich, glaube ich, auch. Ich weiß aber nicht, welche Marke das war. Wir dürfen jetzt tatsächlich nicht rennen. Das ist das große Problem, sonst explodieren wir, sonst sind wir tot. Wir werden uns jetzt im Speicherraum begeben. Ich bin mir nicht sicher, ob man das speichern konnte. Da dann nochmal speichern. Damit wir das geschafft haben, damit der Bereich safe ist, dann werde ich mit die Magnum ausrüsten, dass ich jedes Vieh, was da kommt, one-shotten kann. Ich hoffe, dass es ein One-Shot ist. Weil wenn wir rennen, das können wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob der direkt beim ersten Mal rennen komplett ausrastet und uns direkt schon in den Tod schickt. Oder ob das irgendwie, ob man da eine kleine Differenz, beziehungsweise, wie nennt man das? Ein kleines Spiel sozusagen haben, dass wir kurz rennen können. Aber dann nicht allzu schnell, beziehungsweise nicht allzu lang, also 2 Sekunden oder so, nicht länger. Eine Verbindung. Nee, ich meine was anderes. Eine Toleranz, das meine ich. Was, wie hoch die Toleranz ist, wenn ich renne. Ob ich rennen darf oder ob das absolut nicht geht. So, kann ich speichern? Das ist die Frage. Bei Sodbrennen echt gut. Ich habe noch nie Sodbrennen gehabt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, da bin ich zum Glück noch verschont geblieben. Davon.
So, Heilzeug. Wir nehmen auch statt diesem Heilzeug. Eine erste Hilfespray. Ah, was nehmen wir denn da noch? Noch mehr Heilung? Nee, ne? Selbstverteidigungswaffe brauchen wir da unten auch nicht. Granatwerfer können wir später noch gebrauchen. Okay, speichern wir. Bin halt, wie gesagt, nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Oder ob die sagt, das geht nicht. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ja einen Foto speichern. Okay. Nice. Dann haben wir zumindest den Punkt schon mal gesaved. Auch wenn es jetzt halt doppeltes Speichern ist. Ja, passiert halt mal. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Gute Nacht und viel Spaß noch. Patrick, danke fürs Reinschauen auf jeden Fall nochmal. Schlaf schön und viel Spaß am Wochenende. Keine Ahnung, schönes Wochenende auf jeden Fall. Schlaf schön. Danke fürs Reinschauen. So, ich ziehe mich jetzt aus, ob ihr das wollt oder nicht. Ich wünschte, ich hätte es nicht gelesen. Rabe, Alter. Rabe. Alter Vater, ey. Wir sind nämlich auch bald durch. Also es wird nicht mehr lange dauern. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was noch alles kommt. Aber nicht mehr so viel. Wir haben jetzt das Speicher zu... okay. Wird schon passen. Mal gucken, ob wir es beim ersten Mal überhaupt schaffen. Nee, wieder auf falsche Taste. So, das wollte ich machen. Bam, bam, bam. Suche. Wir müssen jetzt nämlich in Slow-Mo zu dieser Selbstzerstörungsanlage hingehen. Ja, und die Viecher kommen ja trotzdem noch. Nico, ich leg mich nicht mit meinen Sachen ins Bett. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Trotzdem, der Gedanke darin reicht schon. So, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Im besten Fall schießen wir nicht, bis es nicht wirklich notwendig ist. Bis uns das Ding nicht irgendwie komplett den Weg versperrt. So zum Beispiel. Okay, ein Schuss langt nicht. Haben wir zumindest dahingehend schon mal getestet. Jetzt müssen wir uns halt den Weg merken. Okay, scheint doch geholfen zu... Wieso ist denn das Ding noch weiter gerannt? Wieso habe ich das beim ersten Mal eigentlich nicht so gemacht? Das ist ja voll gut. Aber ich hatte, glaube ich, nicht so viel Munition für den Magnum. Wie kannst du dir sowas vorstellen, wenn du nicht weißt, wie ich aussehe? Das ist vollkommen richtig. Du hast einen Punkt in meiner Logiklücke gefunden. Okay. Ich hoffe, das ist das richtige Ding. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Okay, danke. Ich muss doch zu der anderen Maschine. Ich muss den Controller halt nur so ganz leicht antippen, ey. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Anscheinend ist zum Starten eine Art Treibstoff erforderlich. Das brauchen Sie jetzt nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Bin ich jetzt umsonst hier hingelaufen? Bin ich. Eine Stromzufuhr.
Okay, ich habe noch eine andere Idee. Die ist am Anfang von diesem Gebiet hier. Also da müssen wir jetzt noch zwei Räume zurück sozusagen. Da, wo ich die Kapsel sozusagen herbekommen habe. Da müssten wir jetzt nochmal hin. Vielleicht muss es da rein. Nicht ganz sicher, ob das stimmt. Oder ob ich hier irgendwie noch einen Strom herstellen musste. Ansonsten... laden wir halt neu. Okay, naja, laden wir neu. Also das wollte ich dann sowieso machen, wenn das jetzt... Das machen wir auch gleich nochmal. Ich glaube, ja, Markus farmt hier gerade einen Boss. Ich mach mal AdRip hier. AdRip ist ja schon über Weichen her hier. Neunmal Sturm. Ah, okay. Wo wir die Kapsel halt her hatten, vielleicht muss sie da wieder rein. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich hatte da sowas Ähnliches halt auch in Erinnerung. Dass ich da halt auch Probleme hatte, als ich es beim ersten Mal gespielt hatte. Deswegen, wir probieren es aber nochmal. Ich hätte jetzt sowieso neu geladen. Was haben wir jetzt alles drin? Ja, passt. Die rüsten wir jetzt aus. Ich hätte sowieso nochmal neu geladen, um halt die Munition zu sparen. Letztendlich. Doofes WLAN. Direkt aus dem WLAN rausgehauen. Weil du mit solchen Gedanken, solche Gedanken in den Kopf gesetzt hast, Rabe. Ne, wie gesagt, ich hätte neu geladen, weil wir Munition dann verschwendet hätten. Für den Weg. Aber ich meine, ich kann das Ding da schon reinsetzen. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ey. RIP. Neunmal. Ja, neunmal, das stimmt alles. So, da müssen wir entlang. Was? Das hat doch die ganze Zeit vorher geklappt. Was ist denn jetzt eigentlich falsch mit dem Spiel? Was? AdRip, ich sollte mir das Ding vielleicht kopieren. Weil das wird jetzt vielleicht noch öfter passen. Das hat doch gerade die ganze Zeit geklappt. Was ist eigentlich jetzt falsch? Ihr habt das da gerade gesehen. Ich habe vier Dinge davon abgeschossen mit der Magnum. Warum explodiere ich beim ersten Schuss jetzt plötzlich? Warum stehe ich gerade irgendwie nicht? Verstehe ich nicht. Man sollte es übrigens umändern. Karnex ist in Resident Evil HD Remaster bereits neunmal gestorben oder siebenmal gestorben. Davon, oder neunmal gestorben, davon dreimal durch eine Explosion. Beziehungsweise zweimal jetzt. Vielleicht dreimal, man weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach da vielleicht nicht geskillt oder so. Ich kann ja nichts skillen, Rabe. Ich habe geskillt, explodiert. Hoch explodierte Sachen jagen mich nicht in die Luft. Ein Gerät zur Brennstoffzufuhr für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Kapsel einsetzen? Ja. Okay, scheint richtig zu sein. So, es hat keinen Treibstoff. Jetzt müssen wir dementsprechend und logischerweise zu dem Ding, was keinen Treibstoff hatte. Da hinten nämlich. So. Kann man Waffen nicht verbessern? Nee, nicht in Resident Evil 1. Es kam erstmals mit... also in dem Sinne, wie du es kennst, vielleicht in Resident Evil 4 vor. Da konnte man so Upgrades machen. Aber in Resident Evil 2... Nee, doch 2 oder 0... Nee, nicht 2 oder 0. 2 oder Veronica, also Code Veronica, konnte man die Waffen irgendwie aufwerten. Da musste man auch bestimmte Sachen finden. Dann konnte man das an der Werkbank aufwerten. Aber so beim Händler einfach neue Dingens kaufen, das ging noch nicht. Genau, das funktioniert jetzt.
So. Okay, jetzt kann ich Chris da rausholen, ne? Weil ich habe ja die Stromzufuhr jetzt wieder hergestellt. Sehe ich das jetzt richtig? Ich glaube. Mal, das war ja der Knackpunkt, weshalb ich das getan habe. Erstmal. Hab den ersten nie gespielt. Ja, nee, im ersten geht das noch nicht. Im zweiten, wie gesagt, glaube ich auch nicht. Nur so eine Art Upgrade-System in Call of Veronica mit gefundenen Sachen. Dass du dann, weiß nicht, ein Holster gefunden hast oder eine Magazinerweiterung. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, was man da findet. Das kann man dann an die Werkbank oder an der Werkbank machen. Aber sonst nichts weiter. So, jetzt müssen wir dahinter. Ich habe zur Not immer noch die Magnum ausgerüstet. Falls jetzt irgendwas noch erscheint. Aber ich glaube, hier dürfte jetzt nichts nachspawnen. So. Und dann können wir zumindest Chris rausholen, ne? Weil ansonsten wüsste ich nicht, was ich da jetzt mitmachen müsste. Ich habe den Strom wieder hergestellt. Das passt ja soweit. Mehr habe ich nicht im Kopf. Oh, warte mal. Oh, jetzt ist die Flasche umgefallen. Aber ich trinke mal schnell was. So. Das muss ja eigentlich klappen. Eigentlich. Die Tür ist verschlossen. Okay. Was habe ich jetzt eigentlich getan? Was habe ich getan? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hey, da war mal drin. Ist Spike noch da? GG. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Habe ich halt falsch im Kopf gehabt. Ich hätte noch eine andere Idee. Die Strom verbrauchen würde, dass mich der Aufzug oben rechts, den ihr da schon auf der Karte gesehen habt. Aber rein theoretisch dürfen wir den eigentlich auch noch nicht verwenden können. Ansonsten stehe ich echt ein bisschen auf dem Schlauch. Weiß ich nicht, ey. Die Tür ist eingerostet. Aber da waren wir eh drin. Das ist also eh irrelevant. Warte mal, das war der Speicherraum. So, und hier war man mich noch gar nicht. Da ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken. Der Aufzug funktioniert. Jill. Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Bin mir nicht sicher, ob ich gerade... Möchte ich wieder runter? Kann ich nochmal speichern? Ich gehe nochmal runter in den Speicherraum. Das ist jetzt, ja... Weil ich weiß ungefähr, du schaust unglaublich. Hätte nicht erwartet, dass wir jetzt da hochfahren. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, das stünde jetzt. Du kannst doch nicht ohne Chris abhauen. Naja, scheinbar schon. Scheinbar schon. Ach, Chris ist ein Ding. Ah, komm, fahren wir erstmal. Fahrschuh hoch. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen fällig gemacht. Wir werden jetzt erstmal noch
Munition holen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt brauchen werden. An der Stelle. Und ich werde nochmal speichern. Und ja, ich hau Speicherdinger raus wie blöde. Das ist mir vollkommen bewusst. Säuregeschosse, da haben wir am meisten von. Beziehungsweise, nee, wir machen es anders. Wir machen es nämlich voll schlau. Wir nehmen Brandsätze. Rüsten die aus. Falsche Taste. Dann haben wir nämlich einen Slot frei, haben da Munition drin. Nehmen dann die 12er Säuregeschosse. So viel werden wir nicht brauchen, glaube ich. Aber es ist schon mal schön zu haben. Das steht fest. So, wir speichern nochmal. Lass ihn zurück. Tu ich. Ey, man kann den, glaube ich, befreien. Ich weiß es auch nicht mehr, ey. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich dachte mir schon so viele. So viele Sachen, dachte ich mir. Die dann irgendwie nicht eingetreten sind. Also wie gesagt, das ist mein erster Playthrough mit Jill. Vielleicht liegt es daran. Dass ich so ein paar Sachen durcheinander bringe, beziehungsweise dass sie anders funktionieren als mit Chris. Weil ich halt den sonst immer gespielt habe. Und ich das dahingehend nicht nur schlechten Erinnerungen hatte, so manche Sachen, sondern dass da tatsächlich fragt das Internet. Nein, nein. Ach. Ey, nachgucken werden wir da nicht. Wenn der halt drin bleibt, dann bleibt er halt drin. Was kann ich denn dafür? Da sollte er halt mit rauskommen. Nee, vielleicht passiert da noch irgendwas. Ich weiß es nicht. So, was ist denn der Raum? Der Raum ist rot. Haben wir sonst noch irgendwie Waffen oder so? Gewehrmunition. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufheben. Gewehrmunition. Gibt mir auch immer ein Gewehr. Ich hole das jetzt nicht nochmal. Gute Einstellung. Gute Einstellung. So. In den Außenbereich. Glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Vergesst, was ich sage. Hört mir doch einfach nicht zu. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit!
it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! Ganz nett. Nein. You viral cultured freak. Das hört er nicht gern. So. Die Tür ist elektrisch abgesperrt. Anscheinend erfolgt das im Notfall automatisch. Alles klar. So. Der Tyrant. Das war so nicht geplant. Einen Schuss haben wir dann noch. Wir hätten mehr Heizzeug mitnehmen müssen, ne? Tot? Nice. 6 Schuss. Okay. Barry. Barry. You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. GG. Danke, danke. War, der hat weniger ausgehalten, als ich es in Erinnerung hatte, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe damals auch nicht so die krass, also auch privat beim letzten Jahr, als ich es nochmal gespielt hatte, nie so krass die Items gehoardet irgendwie. Okay, das Ding ist immer noch zu. Muss ich hier irgendwas drücken? Nee. Da. Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Danke. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ein Bedienfeld zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses. Schloss öffnen. Das elektrische Schloss wurde geöffnet. Sehr schön. So, dann können wir hier zumindest wieder raus. So. Und das war der Tyrant, der doch relativ schnell zum Bruch ging. Wesker must have set it off. Let's hurry. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man Küste rauskriegt. Das ist die Frage, wo wir jetzt gerade rauskommen. Das weiß ich nicht mehr. So, wo sind wir jetzt? Ah, okay, ganz normal hier. So, dann können wir nämlich jetzt zu Chris laufen. Weil die haben ja gesagt, alle Schlösser wurden geöffnet. Also kann ich letztendlich Chris noch holen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Resident Evil 1 mehrere Enden gab. Das kann ich euch auch nicht mehr verraten, ey. Okay, jetzt, ja, geil. Da müssen wir uns einen Ticken beeilen jetzt hier. Ich will jetzt ungern ich weiß nicht mehr, ob jetzt noch ein Bosskampf kommt oder so. Run, girl, run. Du kannst über Schlampe sagen, glaube ich. Das ist ein Zitat. Das darf man dann sagen in dem Fall. Es sei denn, nee, Schlampe ist, glaube ich, nicht auf dem Dingenskirchen von Twitch, ne? Der Counter fehlt mir irgendwie auch. Wo ist denn der Counter hin? Gab es denn nicht einen Counter dafür? Oder täusche ich mich, ey? Halt auch so eine Sache. Ich habe jetzt einen Counter erwartet, beziehungsweise dachte es halt. Das Schloss ist geöffnet. Ja, der macht die Tür auf, Fräulein.
Und sag mir nicht, dass das Schloss offen ist. Lauf, schon mal lauf. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. So, jetzt habe ich Chris an meiner Seite. Und nun bin ich wieder unschlüssig, was ich tun soll. Ich glaube, ich weiß es so ungefähr. Und dann kommt ein Counter und ein Spiel, ne? Wir werden aber trotzdem erst nochmal speichern. Liegt eh auf dem Weg. Dann werden wir das noch tun. Und dann spielen wir das Spiel heute noch durch, tatsächlich. Ja, renn vor. Geh Ding. Renn einfach. Ich hab dich ja nur gerade gerettet. Bleib verdammt nochmal an meiner Seite, du Pfeife. Alter, Kerle, ne? Wahnsinn. Chris. Deswegen habe ich nicht mit dir gespielt, du Pfeife. Weil du wegrennst. Genau deswegen. So, runter. Dann speichern wir nochmal. Wir müssen, glaube ich, noch eine Aktion... Ja, da ist richtig. Wir müssen noch eine Aktion machen. Und dann war es das. Eigentlich wollte ich nicht so lange wach bleiben. Ja. Wir sind im Prinzip... Das dauert nicht mal lange. Weniger als eine halbe Stunde, würde ich mal behaupten. Sind wir durch. Deswegen, also das spiele ich jetzt tatsächlich auch noch durch. Ein paar Lurke, kann es sein, dass die alle eingeschlafen sind? Ich weiß es nicht. Es sind halt noch ein paar Leute echt da, die scheinbar gespannt gucken. Weiß ich kann es mir nicht erklären. Also das kann ich mir wirklich nicht erklären. Aber vielen Dank dafür, dass ihr so zu später Stunde noch da seid. Also auch die, an dich, Rabe, der ja sogar noch schreibt. So, wir speichern. Gewehrmunition packen wir weg. Weil ich das Gewehr nicht mitnehmen werde, auf jeden Fall. Da haben wir da zwei Plätze frei. So, 26 um. Da, ich schlafe nicht. Spike meldet sich immer nur, wenn er sagt, ich schlafe nicht. Und auch der Fabio, ey. Ich kann sowieso nicht schlafen. Mein Schlafrhythmus ist kaputt. Da, Joker. Vielen, vielen Dank dafür, ey. Ich hätte nicht erwartet, dass jetzt tatsächlich noch einer schreibt. Das muss ich jetzt, muss ich gestehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, es sind ein paar weggenickt. Also ein paar sind bestimmt auch weggenickt, aber... Der Marlon zum Beispiel. Der Marlon bleibt immer, wenn ich gestreamt habe, bleibt der Marlon. Der ist am nächsten Tag immer noch. Wenn ich aufstehe, ist der immer noch in meinem Chat unterwegs. Da will ich meinen Arsch drauf verbetten, dass der irgendwie einen PC eingelassen hat und dann einfach pennen gegangen ist. Oh, da war ein Item oben. Also irgendwas war da oben noch, okay. So. Ich sterbe an Adrenalin. Hast du es denn geschafft, Markus? Das ist eine wichtige Frage. Wir nehmen da... Wir müssen noch High-Items mitnehmen. Das machen wir auf... Nee, das ist mit zu heikel. Obwohl, komm, wir haben gerade gespeichert. Entweder schaffen wir es oder schaffen wir nicht. Dann passt es schon, dann laden wir halt neu oder so. Bist halt ein guter Streamer und ich mag deine Stimme. Oh, Rabe. Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr, sehr nett von dir. So, wir gehen hier durch. Und da hinten, das... Jetzt kommt nämlich, glaube ich, das Gerät da hinten, glaube ich, zum Tragen. Was ich die ganze Zeit berühren... Also, okay, das ist auch wieder falsch ausgedrückt. Aktivieren wollte. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Aktivieren wollte. Der El Pacino ist auch noch da. Ei Gott. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist tatsächlich irgendwie noch, weiß ich nicht, wie spät haben wir's? Viertel nach sieben. Dass ihr so spät noch dran seid, ey. Im Prinzip, wenn man es jetzt genau nimmt, ein 20 Jahre altes Spiel anguckt. Der Hauptaufzug hat genug Strom. Ja, ja, ich will das hier machen. Selbstzerstörungsvorgang aktiviert. Anscheinend hat ihn jener gestartet. Okay. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Muss ich die Treppe nach draußen nehmen? Labor?
Muss ich komplett nach draußen? Ist es das, was sie von mir wollen? Ich bin... Weiß ich gerade nicht. Schlafstörung im Turm. Ja, das kenne ich. Das habe ich... Habe ich auch oft genug. Dass mein Schlafrhythmus... Wie auch heute. Also ich habe die ganze Woche normalen Schlafrhythmus gehabt. Oder den normalen Biorhythmus. Habe den halt wieder in den Griff gekriegt in dieser Woche. Einmal zu lang geschlafen. Plötzlich streamste bis 6:30. Oder bis 7:00. Ja. Und da ist der Rhythmus im Prinzip schon wieder kaputt. So schnell kann es gehen. Das ist das Ding. Ich habe nach einem Sherlock-Stream gesucht, aber nichts gefunden. Ich will die neue Folge sehen. Ich muss mal mit Sherlock anfangen. Habe ich tatsächlich letztens überlegt, weil ich auch keine Serie momentan habe, die ich gucken kann. So, da geht's ja... Warte mal. Genau, mit diesem Fahrstuhl sind wir da hingekommen. Vielleicht müssen wir jetzt einfach nach draußen. Vielleicht müssen wir einfach die Leiter nach draußen nehmen. Ich bin mir... Oh. Ich bin mir halt echt nicht sicher, was wir tun müssen. Rip Markus. Ja, aber kein Ausgang. Außer du machst auf 36 noch den dritten Boss in Folge. Alter, okay. Da brauchst du auch viel Zeug mit, ne? Bisschen hart. Da brauchst du ja echt alles. So. Da können wir nochmal zum Speicherding. Das nehmen wir jetzt mal zur Not mit. Platz haben wir. Oh, das war die falsche Taste. Komm. Sehr geil. Sind jetzt beide tot, oder? Also der eine ist auf jeden Fall tot. Der andere ist oben mit umgefallen. Weiß ich nicht. Ein Schuss. Warum habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Weiß ich nicht. Chris ist echt ein toller Kollege und ein klasse Gentleman. Ja, andersrum wäre Jill da gewesen, die hätte das gleiche gemacht. Da hätte man es aber auch verstanden. Es ist eine Frau, ne? Die kann auch mal abhauen. Das schafft man schon, ne? Aber die Frau dann alleine zu lassen... Ja, auch wenn die bei der gleichen Einheit sind. Das macht man nicht, ne? Das macht man wirklich nicht. Das hat nichts mit Sexismus zu tun. Das ist einfach... Das ist sowas nicht mehr höflich. Ich würde auch bei einem Kollegen irgendwie nicht weglaufen. Okay, eine Erste-Hilfe-Spray muss reichen. Wollen wir jetzt nochmal speichern? Einfach so? Weil wir es haben... Machen wir. Weil wenn wir nämlich jetzt irgendwie... Ich weiß halt nicht mehr, was kommt jetzt. Tatsächlich. Und wenn wir verkacken, können wir direkt von hier starten. Und müssen in dem Fall dann nicht nochmal den Laufweg hinter uns bringen. Oder Items ausrüsten und sowas. Ist bestimmt schon draußen und mecker dann, wo du bleibst. Alter, wo bleibst du, Vibe? Hast du noch deine Nägel gemacht oder was? Ja, sowas wird kommen am Ende, weißt du? Und dann habe ich noch meine Magnum. Die das Ganze für mich regelt. So wie mit den Zombies gerade. So wird's laufen. So, das müsste jetzt der Weg nach draußen sein, komplett, ne? Okay, nice. Ist richtig auf jeden Fall. Danke, dass ihr nochmal wenigstens die kleine Sequenz gezeigt habt, dass es nicht ganz falsch ist, was ich gerade tue. Ach nee, ach, da sitzt eine Tür, ah. Deswegen stehen die auch davor. Hab's verstanden. Ja, wieder Haie-Zeugs. Siehst du, der macht Druck. So, und ich kann euch mal sagen, mit Chris, wenn man mit Chris spielen würde, hätte man in diesem Bereich hier, was wir gerade so erlebt haben, hätte man einen 5-Minuten-Countdown oder sowas. Ich frage mich, warum der mit Jill halt fehlt.
Also das kann ich euch so mal sagen. Das müsste eigentlich da sein. Was war das? Was ist das? Sicherungskasten. Ach so, ach, den brauchen wir jetzt. Dafür, ne? Ja. Hätte ich mich fast übersehen jetzt. Okay, haben wir jetzt einen. We're almost there. Jill, you just get in contact with Brad. No. We can make it. Jill, ladies first. Chris, would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Jetzt haben wir einen Countdown. Was müssen wir jetzt machen? Das habe ich jetzt nicht ganz. Nicht an die Pirates. Wir fahren jetzt mit dem Ding hoch. Oh, okay. Ja. Signalraketen mitnehmen. Der Tyrant. So. Oh, falsche Taste. Nice. Der ist nämlich noch nicht richtig tot gewesen. Okay. Oh, gut, dass der sich gerade nur auf Barry konzentriert. Ich baller einfach alles in den Reihen, was ich so habe. Oh. Wie geht's mir? Boom. Okay. Jill, use it. Kill it, whatever it is. Bring es um, was immer es ist. Okay. Raketenwerfer. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Platsch. Alpha-Sternchen. Die große Nacht der Stars. Boss-Time in Darkness, liebe Freunde. Das war Boss-Time. Ja, das ist eigentlich Markus-Spruch. Ich vergesse das immer. dass ich das vorher mal sagen sollte. So macht man mit. Tja, liebe Freunde. Das war Resident Evil 1. Der Tyrant am Ende. Der Bosskampf. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute noch durchziehen. Der Bosskampf. Also, wir waren super vorbereitet. Wir haben so viel Klamotten gehabt. Ich habe den am Ende im Prinzip nur mit der Magnum getötet, beziehungsweise mit der Magnum sozusagen zum Raketenwerfer-Event dann gekloppt. Ich hätte noch 12 Granaten gehabt. Ich hätte noch in der Truhe Granaten gehabt. Massig Heilzeug. Das Gewehr haben wir fast ganz im Spiel fast nicht benutzt. Wir haben
6 oder 9 Schuss mit dem Gewehr verbraucht. Also wir waren super sparsam. Viel zu sparsam irgendwie. Was streamst du jetzt? Ich weiß nicht, ob ich noch so lange wach bleibe. Sagte der Rabe. Jetzt fragt du, was streamst du jetzt? Nee, wir sind echt gut vorbereitet gewesen, weil ich tatsächlich... Mann, ich habe echt die Items gehortet wie so ein Blöder. Als ob sonst was kommt in dem Spiel, ne? Da 10 Tyrants kommen, die dich alle umhauen können. Mit den Munitionssachen, die ich da in der Truhe hatte. War auf jeden Fall krass. Das ist... GG, das geht auch nicht. Nee, das geht nicht. GG habe ich noch nicht drinne. Habe ich nicht dran gedacht, tatsächlich. GG, Nico. Danke, Spike. Und du bist schuld, dass ich es tatsächlich jetzt noch durchgespielt habe. Hätte ich heute nicht gemacht. Wir hätten irgendwie um 4 oder so Feierabend gemacht. Mittlerweile haben wir es 6:30 tatsächlich. Und wir haben Resident Evil 1 durchgespielt. Ein erneutes Mal für mich. Vielleicht euer erstes Mal. Wenn ihr es noch nie komplett gesehen habt, dann empfehle ich euch im Prinzip echt die VODs, beziehungsweise auf YouTube nochmal durchzugucken. 11 Stunden Spielzeit. Gut, ist ein bisschen AFK-Zeit mit drin, muss man sagen. Reine Streamzeit, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben das ja immer so als Late Night genommen, letztendlich. Wir haben immer Let It Die vorher gespielt, auch heute. Und dann immer so die letzten 2-3 Stunden gespielt. Also wir haben jetzt, ich würde jetzt mal so sagen, 8-9 Stunden, maximal 10, also eine Stunde AFK-Zeit, wenn ich nach dem Stream das Ding noch anhatte, die Konsole, und nicht ausgeloggt habe. Daher kann das sein. Das habe ich zumindest beim letzten Mal so gemacht. Da hatte ich es ja noch ein Weilchen an, aber ich weiß nicht wie lange. Da bin ich gerne schuld. Der Spike. So, erledigte Kreaturen, 71, nicht ganz so viel. Abgefeuerte Schüsse, 318. Was gar nicht so viel ist, wenn man bedenkt, dass die Zombies am Anfang irgendwie 10 Schuss brauchen. War super viel. Es verbrauchte Farbbänder 27 und verwendete Heilungsobjekte 35. Auch da waren wir super sparsam. Also wir haben nur minimal mehr Heilung gebraucht als Farbbänder. Na, das musst du dir mal überlegen. Streamst du auch die anderen Teile? Ich werde auf jeden Fall Resident Evil 7 machen. Das kommt ja dann am 24. raus. Nächste Woche Dienstag ist das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Beziehungsweise, nee, nicht nächste, übernächste Woche Dienstag kommt das raus. Und wir werden es dann am Freitag, also den darauf folgenden Freitag spielen. Das heißt, wir haben noch Platz für sozusagen 3 Late-Night-Streams. Nächste Woche die 2 Streams. Und dann den darauf folgenden Dienstag. Müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Das sind halt, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt das nächste und vielleicht sogar das übernächste Mal noch mit Resident Evil beschäftigt sind. Von daher hätte das eigentlich gepasst, wenn wir halt am Dienstag des Releases irgendwie noch ein Indie-Spiel irgendwie gespielt haben. Mal gucken, was wir machen. Also Resident Evil Zero habe ich ja dementsprechend auch. Das kam ja sozusagen mit 1 in diesem Bundle. Und ich würde jetzt ungern, sage ich mal, Resident Evil Zero anfangen. Vor Resident Evil 7, weil ich nicht glaube, dass wir das vorher durchschaffen. Und ich würde es gerne vorher durchschaffen, bevor das 7er kommt. Also müssen wir irgendwas, also machen wir irgendwas anderes. Irgendwie einen anderen Horror-Titel für die Late Nights. Weil es gefällt mir eigentlich ganz gut, dass wir so einen kleinen Game-Change drin haben. Dass wir sozusagen am Anfang irgendwie so ein Spiel spielen. Meine Frage vor Stunden. DS3 DLC gespielt? Nein, Markus. Habe ich das überlesen? Beschwerst du dich gerade, dass man es überlesen hat? Markus? Habe ich noch nicht gespielt, Markus. Nee. Werde ich auch noch nachholen. Aber ich habe keinen Char, glaube ich, dafür. Ich habe einen NG plus 3 Char mit Level 200 bei Dark Souls 3. Ich weiß nicht, ob das zu overpowered für den DLC ist. Das könnte man halt theoretisch nach, also einzeln als DLC sozusagen einschieben als Late Night. Aber ich habe halt eher so an einen Horrortitel irgendwie gedacht. Jo, so dreimal. So dreimal. Müssen wir mal gucken. Weil wenn mir nichts anderes einfällt, können wir wirklich den DLC dann mit meinem NG, also mit meinem Platin-Char sozusagen machen. Dass wir das mit einschieben. Ich weiß halt nicht, wie lange der DLC geht. Ich habe halt gehört, der geht relativ kurz. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. So, wir drücken mal weiter hier. G hat ein neues Kostüm erhalten.
Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleidezimmer umziehen. Und da wird der Inhalt gespeichert nochmal. So, 28. Was passiert denn eigentlich, wenn man hier keine Farbbänder mehr hat? Kann man dann trotzdem speichern? Weiß ich nicht. So, Speichern beendet. Und dann könnte man jetzt hier zumindest, glaube ich, einen neuen Spielstand oder NG Plus anfangen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Weiß gar nicht genau, das habe ich nie gemacht bei Resident Evil. Das halt so mehrfach durchgespielt, um halt wirklich alles durchzuhauen. Das ist halt das Ding. Nee, Layers of Fear hatte ich noch nicht durch. Noch einmal, genau. Wäre das NG Plus sozusagen. Das könnte man dann freischalten. Beziehungsweise starten. Da kannst du dann irgendwie noch mehr machen. Galerie. Ja, mehr gibt's ja nicht. Was haben wir in der Galerie so? Intro. Gesperrt. Ende Jill 1. Aber was, so viele Enden gibt es? Für Jill gibt es einfach mal 6 Enden. Und für Chris auch. Okay. Okay, das ist eine Hausnummer. Krasse Sache, wusste ich nicht. Dass es so viele Enden gibt da, tatsächlich. Krass. Also das Ende, was wir gerade gesehen haben, das habe ich mit Chris auch gehabt. Von daher bin ich mir unsicher. Zum Ende ohne Fahrband? Ja, geht. Wegen quasi NG+. Ja, das dachte ich mir. Das wäre sehr unfair, wenn es nicht gehen würde. Das ist halt das Ding. Und Layers of Fear hätte ich zum Beispiel nicht gespielt. Das könnte ich halt nehmen. Das habe ich halt, das haben wir wahrscheinlich auch früher, naja, wesentlich 6 Stunden. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich habe halt den DLC dafür nicht. Ich habe mir das letztens für die PS4 nochmal geholt. Das war auch im Sale. Weil ich halt es mir auch angedacht hatte, dass wir sowas mal spielen können. Halt so Horror-Streams halt, ne? Und Dark Souls 3 ist dann, glaube ich, eher so ein Let It Die-Slots-Spiel, wo ich Dark Souls 3 nochmal komplett durchspielen würde mit euch. Also ich würde es jetzt ungern mit dem Platin-Char machen, weil ich entweder zu stark bin. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das hinhaut. Ich bin Level 200, bin halt komplett irgendwie aufgepowert im NG plus 3. Ich weiß nicht, ob ich dann viel zu hoch für NG plus 3 bin oder ob das hinhaut. Das weiß ich halt nicht. Leberon 78. Vielen Dank für dein Follow. Ja, Resident Evil 1. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Das war Resident Evil 1. Mit uns heute nachts, fast schon morgen, durchgezockt. Ja, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Danke für deinen Support. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, du hast jetzt das Ende noch gut mitgekriegt. War cool. War sehr cool. Auf jeden Fall. DC ist Schrott. Weiß ich nicht. Da kenne ich halt gar nicht. Outlast 1 kenne ich tatsächlich. Haben wir schon auf dem Kanal gespielt. Joker. Habe ich halt nicht im Stream gespielt. Das ist auf dem YouTube-Kanal. Da kann man das nachgucken. Also das haben wir halt leider schon on-camera vor allem. Also auf YouTube haben wir es halt schon durchgespielt. Und daher würde ich das nicht nochmal machen. Wir könnten halt Outlast 2 dann spielen, wenn es rauskommt, aber das dauert halt auch noch ein bisschen leider. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf jeden Fall. Das wird ein super cooles Spiel, glaube ich. Also das gefällt mir halt, auch wenn es viel Jumpscares mit beinhaltet, aber die haben auch eine coole Atmosphäre gehabt, muss man sagen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und wie gesagt, dass man Dark Souls 3 dann irgendwie als Let It Die Stream halt irgendwann nimmt, das wir jetzt noch, ja, je nachdem, müssen wir mal gucken, wie lange Let It Die sich noch hält, dass wir da vielleicht irgendwann mal das Spiel irgendwie switchen, wenn ich irgendwie, will ich nicht, durch bin oder keine Lust mehr habe oder solche Sachen, und dass wir da dann Dark Souls 3 nehmen. Dass man das Dienstag und Freitag halt, ab 18 bis, weiß ich nicht, 20, 23 Uhr machen. Oder 24 Uhr. Und danach dann aufs Horror-Game switchen, wie wir es halt jetzt immer so gemacht haben. Das haben wir ja mit Let It Die heute gemacht, mit Resident Evil sozusagen. Ich persönlich fand den DLC von Layers of Fear einfach nur langweilig. Okay, da spielt mir ja, glaube ich, die Tochter. Das weiß ich halt. Ansonsten, mal gucken. Das ist ja dann dementsprechend noch kürzer als das Hauptspiel. Müssen wir mal gucken. Muss ich mir aber überlegen. Heute ist ja Freitag, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit bis Dienstag, dass ich mir da Gedanken mache. Das wird auf jeden Fall, werde ich ankündigen, auf Twitter und Facebook und im Discord werde ich es halt auch schreiben. Im Ankündigungsthread. Den Sohn. Oh, mein Spiel, den Sohn? Nicht die Tochter?
Okay, dann spielt mal den Sohn, das Kind halt, von dem, was weiß ich wen. Sohn oder Tochter, das ist ja fast das Gleiche. So, liebe Freunde, wir wechseln kurz den Screen mal noch schnell dafür. Markus, könntest du kurz, oder Spike, der ist ja auch noch da. Oh, das war das Falsche. Da wollte ich hin. Könntet ihr auf IRL kurz umschalten? Dann sage ich nämlich noch kurz was, das war falsch. Follower Alert. So. Der ist mich hängen geblieben mal wieder. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Ich bin jetzt aber weg. Gute Nacht und. Gute Nacht, morgen und so. Joker, vielen Dank fürs Dabeisein. Fürs bis zum Ende durchhalten auf jeden Fall. War eine lange Nacht. Schlaf schön und komm gut ins Bett. Ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, Dark Souls 3 wäre so ein Ding, was ich auf dem Plan hätte. Titan Souls hätte ich voll Bock drauf, das habe ich mir ja auch noch geholt. Das habe ich mir ja noch gekauft, bevor es eine Woche später im PSN war. Also im PS Plus. Was habe ich noch? Hier können wir mal durchgucken, was wir noch so auf dem Dingens hier haben. The Division, ja, das ist aber kein Streamspiel. World of Final Fantasy habe ich jetzt auch noch nicht komplett durchgespielt. The Last Guardian hätten wir noch. Ich hab halt schon ein paar Sachen hier, ey. Was haben wir denn hier? Ich weiß gerade auch gar nicht, was ich mir geholt hatte. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Fallout habe ich mir geholt, auf jeden Fall nochmal. Aber das werde ich nicht nochmal im Stream holen. Ah, da ist es. Ja, da ist Layers of Fear. Hier, Revelations 2 könnte man halt auch irgendwann mal noch durchhauen. Das ist so ein Ding. Das ist halt auch sehr, sehr cool gemacht. Revelations 1 habe ich nicht für die PS4. Weiß ich nicht, ob es gibt. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Gibt es, glaube ich, nur für Xbox und PS3. Resident Evil Zero. Soma, auch noch ein schönes Horrorspiel. Nicht unbedingt horrormäßig, aber sehr, sehr atmosphärisch. Titan Swords. Müssen wir mal gucken, was da irgendwie ist. Ich habe halt, wie gesagt, echt genug Zeug. Virginia, auch ein super schönes Spiel, übrigens. Könnte man auch noch nehmen. Wird nicht gesprochen im Spiel, sind immer nur Texte, die dann aufploppen. Oder kommen da überhaupt Texte vor? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht sind das auch nur Bilder dann, die da gemacht werden. Weiß ich gar nicht. Achso, ihr habt das ja gar nicht gesehen. Weil ich auf diesen Screen da gewechselt habe. Von daher weiß ich nicht. Also wie gesagt, ein paar Spiele haben wir, die wir da irgendwie durchnehmen können, die nächsten Tage oder Wochen, Monate. Das wird auf jeden Fall nicht weniger, eher im Gegenteil, eher ein bisschen mehr, weil die krassen Releases kommen ja jetzt auch noch. Das fängt ja jetzt mit Resident Evil 7 Ende des Monats an, in 1,5 Wochen. Dann kommt Nioh und all solche Geschichten. Markus meinte halt auch letztens hier, das wird aber ganz schön knapp mit Resident Evil 7. Und dann kommt hier auch noch Nioh. So mit 2 Tagen. So ein Hint irgendwie. Von wegen, willst du nicht mal mehr streamen? So 3 Tage, 4. Weiß ich nicht. Mal gucken. Müssen mal gucken. Aber dann wird es halt nicht mehr so allzu lange Streams geben. Wir sind jetzt, wir kranzen an der, nee, wir haben die 10-Stunden-Marke überschritten. Okay. Wir haben die 10-Stunden-Marke überschritten. Aber solche Sachen stelle ich mir halt irgendwie vor, die man da machen könnten. Wir werden es auf jeden Fall erstmal ein bisschen Lady spielen. Das steht schon mal fest. Das wird jetzt erstmal noch die nächsten, ich sag mal, 2 Wochen mindestens laufen. Vielleicht nicht sogar noch länger, ne? Und was wir dann letztendlich als Late-Night-Stream nehmen, worauf wir dann wechseln, auf welches Horrorspiel, das werde ich mir noch überlegen. Layers of Fear ist halt wirklich eine Überlegung wert, das noch zu machen. Das könnte man wirklich in 3 Streams durchhauen. Dass wir dann ready für Final Fantasy 7. Was will ich denn mit Final Fantasy 7? Mit Resident Evil 7? Dass wir darauf switchen dann können. Da haben wir übrigens noch Layers of Fear nochmal schön, ne? Das ist nämlich auch ein echt schönes Spiel. Ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es, die erste Stunde habe ich gesehen bei Sunny. Und die hat sich eingeschissen vor Angst. Also das war sehr, sehr gruselig. Ich bin gespannt, wie ich darauf reagiere. Das ist so eine kleine Tauglichkeits- Horror-Test, glaube ich, was Resi 7 dann angeht. Ja, das
Da werden meine Nerven, glaube ich, schon das erste Mal in Mitleidenschaft gezogen, beziehungsweise auf die Probe gestellt. Aber da gibt es halt genug, ja, wie gesagt, genug. Horizon Zero Dawn kommt. Die Switch kommt dann, ja, irgendwann im März. Es wird halt super teuer alles. Also wenn ich die Switch mir irgendwie im Laufe des Jahres mal noch holen sollte, dann wird das super teuer. Weil da kommt halt Xenoblade 2 raus. Da sind halt wirklich so 3-4 Titel, die mich interessieren. Und die man halt spielen könnte. Das ist halt das Ding. Ob ich jetzt mir das Ding halt zu Beginn hole, wahrscheinlich eher nicht. Je nachdem, was jetzt die nächsten Tage noch rauskommt an News, was sie denn noch so bringen. Ne? Aber so ein System Seller ist für mich jetzt nicht unbedingt dabei, dass ich jetzt das an Tag 1 brauche. Da gibt es einfach momentan in den nächsten paar Monaten viel zu viel krasses Zeug, auch für die PS4, was rauskommt. Und da brauche ich das nicht unbedingt. Das können wir irgendwie mal nach hinten schieben. Von daher, da ist immer noch Zeit. Ja, ein sehr teures, aber geiles Spiel, ja. Also es ist 2007 auf dem Papier, klingt schon mal sehr, sehr gut. Ob das alles so gut wird, das ist die große, große Frage. Das wissen wir halt alles noch nicht. Nico, ich glaube, ihr sollt schlafen. Ja, das mache ich auch gleich. obwohl ich nicht direkt schlafen gehen werde. Ich habe gerade so, ich glaube, sowas nennt man Markus-Rhythmus. Dass ich lang streame und dann immer noch irgendwie bis um 10 wach bleibe. Ich weiß gar nicht, wann er schlafen geht immer. Und ja, sozusagen, ich esse jetzt ja noch. Ich habe ja meine Pizza seit weiß ich nicht wie vielen Stunden da hinten stehen. 2007 vor allem. Habe ich 2007 gesagt? 2017. Ich sollte vielleicht wirklich ins Bett gehen, ne? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall war ein cooler Stream, Leute. 10 Stunden. Wir kratzen an der 10,5 Stunden Marke. So langsam, langsam. Markus schläft nie. Wir kratzen da echt langsam dran. War der längste Stream überhaupt. Hat super viel Spaß gemacht. Sonst, also Spike hat sich vorhin halt auch gewünscht. Es waren super viele Leute noch im Chat. Noch super viele Leute, die gelurkt haben. War super krass, ey. Also, es sind immer noch 20 Leute da. Leute, ey, vielen Dank dafür. Also, es macht mich echt froh und glücklich, dass es so gut ankommt. Dass ihr da so viel Bock drauf habt. Das macht halt schon sau Spaß. Und da danke ich auf jeden Fall dafür. Der Gong ist da, der Informator. Der Informator, es war der Gong, ne? Gong war Informator. Also war's doch du. Ja, auf jeden Fall, also der Stream, das kommt mir vor, als ob das schon, weiß ich nicht, als ob ich geschlafen habe dazwischen. So schnell ging der Stream vorbei, diese 10 verdammten Stunden, ja. Man ist nicht, also man ist auf Arbeit nicht so lange, ja. Also die meisten zumindest. Ich bin nicht so lange auf Arbeit. Und das war halt so, nee. Ich glaube dir nicht mehr, Informator. Ich glaube dir nicht mehr. Du bist mir nicht glaubhaft genug. war auf jeden Fall super cool, ey. Also erst irgendwie das am Anfang, wo ihr irgendwie ausgerastet seid, aus irgendeinem Grund auch immer. Ich hab, als ob ich euch getriggert hätte und ihr irgendwie alles hier in die Kasse gehauen habt. Ne? Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Also der Informator war auf jeden Fall schon da. Der ist immer noch da, ne? Hat irgendwie so halb gelurkt. Und ist halb sieben, nee, viertel vor sieben, immer noch da und war seit 20 Uhr sozusagen da. Danke dafür. Danke an die Lurker, an Rabe, an Spike, an Markus, jetzt wollte ich Slash sagen. Wie kommt das denn zustande? An Markus, der auch irgendwie von Anfang an dabei war, nebenbei ein bisschen Let It Die gemacht hat und trotzdem meinem Zeug hier gelauscht hat. An den Joker, der jetzt schon ins Bett gegangen ist. Ja, an Fabio wahrscheinlich auch, der auch irgendwie noch ein bisschen lurkt. El Pacino hat, glaube ich, auch noch nicht Tschüss gesagt, lurkt wahrscheinlich auch noch. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, ey. Später kam ja dann auch noch der ein oder andere Host vorbei. Und ja, weiß ich nicht, ich bin da fast sprachlos, ja. Auch Ellie, die dann irgendwie später kam. Auch mit massig vielen Leuten. Es ist schon Wahnsinn, eben. Wie, also, ja. Ich sag mal, das ist ja. Ja, mir fehlen ja tatsächlich die Worte. Also, es ist Wahnsinn halt. Das ist schon ganz krass, wie. Ja, ich mache hier im Prinzip nichts. Ich quatsch irgendwie, ihr guckt mir dabei zu. Und ich spiele einfach.
beantworte irgendwie Sachen im Chat, wie ich halt vorhin gesagt habe, mehr mache ich ja nicht, ne? Und ja, danke dafür auf jeden Fall. Für den Support, dass ihr da seid und keine Alarts in der Szene, der Gong ist traurig. Das muss ich mit einfügen, okay. Ab 3,60 Euro dann scheinbar, ne? 3,60 Euro war das, glaube ich. Muss ich den Gong einfügen. Merke ich mir. Versuche ich jetzt am Wochenende zu machen. Ja, danke dafür. Also, wie gesagt, dankt in dem Fall auch mal Markus und Spike, ohne die ich hier nicht sitzen würde. Also, Spike, weil er mir auch in den Arsch getreten hat, dass ich mit anfange hier zu streamen. Markus ebenso. Und Markus, der mir der mich irgendwie auf YouTube entdeckt hat, wir seitdem irgendwie zusammen was gemacht haben, auch beruflich mehr oder minder. Und ohne ihn wäre ich wahrscheinlich, oder hätte ich YouTube irgendwann auch aufgegeben, beziehungsweise wahrscheinlich nicht weitergemacht, weiß ich nicht. Er hat nicht gecheckt, dass er was verpasst hat. Was? Alter. Okay, ja. Ach Gott, ey. Ja, es steht hier drin. Gong, 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 alle guten Dinge sind drei, gong, Kappa. Jetzt ist es sicher, dass es Informator ist. Es ist Informator. Oder Markus. Oder war es Markus? Dann war es vielleicht doch Markus. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich raff euch, sag mal, Toastbrot. Stream mehr, noch viel mehr. Toastbrot ist da eigentlich Patricks Spruch. Patrick, bist du noch da? Jetzt muss ich gucken, ob Patrick da ist. Es könnte auch Rabe sein. Ist Patrick noch da? Patrick ist nicht mehr da. Rabe, wahrscheinlich dann. Ey, vielen Dank, ey. Jetzt dreht er schon wieder durch, ne? Oder beide? Ich weiß es nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht, Markus. Er hat nicht gecheckt, dass er was so passt. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Was? Er hat mich am Anfang fertig gemacht. Dann habt ihr mich zwischendrin fertig gemacht. Jetzt macht er mich wieder fertig. Ja, vielen, vielen Dank dafür, ey. Ach, ich weiß es auch nicht, ey. Ich weiß ja auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Außer mich 10.000 Mal macht, es geht leider nicht. Die Alerts kann ich nicht anmachen. Hier, das hängt. Das hängt, Markus. Ich müsste den Stream, glaube ich, neu starten. Dann würde es gehen. Das mache ich auch nicht mehr. Mach die Alerts an. Die sind halt an, aber es klappt halt leider nicht. Nee, ich mache es echt nicht. Patrick? Ey, dann weiß ich auch nicht, ey. Wer sagt denn Toastbrot außer Patrick? Spike vielleicht? Ich weiß auch nicht, ey. Ihr macht mich wahnsinnig. Ah Gott, ey. Liebe Freunde, Toastbrot. Okay, na, ist nicht Zweig eher der Bacon-Typ? Weil er jetzt Toastbrot schreibt. Ich weiß es nicht. Ach Gott, ey, Spike. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Für den Support. Für die Nations-Häuser. Für die Hosts. Tja, weiß halt auch gar nicht. Ich sag eher Baum. Das stimmt, ja. Aber sagt nicht Patrick auch immer Toast? Ich weiß es auch nicht. Ich verwechsel das auch immer. Weiß ich nicht. Was ist das da? Ottnina. Ottnina Noob. Kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht. Liebe Freunde, bevor ich mich hier verquatsche, ihr wollt ja auch alle ins Bett. Ich will euch gar nicht so lange aufhalten, weil es ist schon spät. Es ist gleich um 7. Die Leute gehen gleich noch auf Arbeit, also manche Leute irgendwie. Der André, Gott, ihr seid ja auch noch wach. Hallo André. Wir kommen gerade zum Ende, André. Wir haben Resident Evil 1 durchgespielt. Und warte mal, ich mache das Ding mal da weg. Das war nur sozusagen so. Hu, André, wir halten Nico vom Auchhören ab. Ich werde jetzt nicht noch was Neues spielen. Wir könnten theoretisch sogar noch eine Stunde weitermachen. Ich bin nicht müde. Aber ich habe Hunger wie Sau, ey. Hunger wie Sau. Das ist das Problem an der Sache. Aber ich will jetzt nicht von einer Stunde noch ein Spiel anfangen. Das ist auch so eine Sache. Weil wegen Bodennebel ist Informator wieder da. Was? Verstehe ich nicht, wa? Du bist wegen Bodennebel wieder da. Musst du sowas arbeiten? Bodennebel-Inspekteur? Weiß man nicht. Ich bin auch fertig im Kopf, ne? Macht mich auch nervlich fertig. Nee, auf jeden Fall super geiler Stream. Ich kann mich nicht oft genug dafür bedanken, wie krass ihr das supportet. Also wir sind mittlerweile, da wievielte Stream ist das? Der vierte oder fünfte? Der fünfte, glaube ich. Und es ist krasser, als ich mir je hätte gedacht, sage ich mal. Wir befinden uns immer noch in super kleinen Dimensionen, aber es ist viel, viel größer, als ich mir das hätte gedacht, sage ich mal. Ja, also hätte ich so in der Form nie erwartet, dass mir, weiß ich nicht, 20 Leute um 7 Uhr morgens
bei einem 20 Jahre alten Spiel zuschauen und danach, nach den Credits oder nach den Credits direkt nicht instant verschwinden und mir dann doch noch 15 Minuten beim Quatschen zuhören, weil ich sage, ihr seid die Geizten. Ja. Das ist schon krass. Rettungsdienst. Nix. Nebelinspekteur. Rettungsdienst. Oh. Dann hoffe ich, wenn du auf Schicht warst, hoffe ich, du hattest eine gute Schicht zwischendurch, weiß gar nicht. Oder wenn du auf Schicht musst, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Und dass heute nichts Großartiges passiert. So, bevor wir mich weiter abhalten, liebe Freunde, wir gehen jetzt auf Twitch und gucken, wer eventuell um 7 Uhr morgens noch online ist. Vielleicht ist ja noch einer da, den ich kenne. Oder so. Ich weiß es nicht. Ja, fang bloß nicht mit diesen Streamen an. Habe ich schlimme Sachen von gehört. Ja, das ist zu spät. Wie gesagt, rettest du deinen Nebel? Alter. Also wie gesagt, es ist Wahnsinn. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was hier abgeht. Kann ich mir so nicht erklären. Es sind noch 2 Leute online. Man vs. Game und, okay, das sind beides englische Streamer. Man vs. Game brauchen wir nicht hosten. Sonst ist leider Gottes keiner da. Wie kann ich denn jetzt... wenn ich bei Markus auf den Stream gehe, sehe ich da irgendwie Potemkin-Leute oder beziehungsweise Dingenskirchen. Infinitum. Sehe ich, dass er das letzte Mal, genau, da kann ich mich draufklicken, das letzte Mal über Infinitum gestreamt. Er hostet mich, warte. Den Quatsch will ich da nicht anhören. Wie komme ich da jetzt denn weg? Wie komme ich denn aus deinem Streamer-Modus wieder raus? Twitch hat sich sehr stark geändert. So, Info? Nee. Wie komme ich denn auf Infinitum? Verdammte Hacke. Report? Nee, das will ich auch nicht. Weg? Ich weiß es nicht. Früher ging das mal einfacher. So, ist das jetzt weg? Nee. Aha. Nee. Wie kann ich denn jetzt aus deinem Streamer-Mund rausgehen? Ich weiß es nicht, ey. Ich hab keine Ahnung. Nein, ich geh gleich schlafen. Spike mal meinen Stream an. Ich weiß es nicht. Markus, kannst du mir einen Link zu Infinitum geben oder mir sagen, ob bei Infinitum oder Spike halt genauso das gleiche, ob bei Infinitum oder Potemkin jemand online ist, den man hosten könnte. Ansonsten würde ich den Stream nicht einfach so mit einem Lied enden lassen. Weil ich komme gerade tatsächlich nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Titel, Karnix verläuft sich auf Twitch. True Story, Bro. Ah, Gott. Ja, weil früher konnte man sozusagen das wegklicken, wenn jemand anderen, also wenn jemand auf dem Kanal jemanden gehostet hat, konnte man das wegklicken. Das geht schon mal nicht mehr. Das ging früher scheinbar. Also es ging früher auf jeden Fall, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das ausstelle. Ich habe keinen mehr auf dem Zettel. Spike? Kann ich aber nicht zu sagen, weil... Okay, was? Warte mal. Nein, ich gehe gleich schlafen. Der Kräuterbutter von Potemkin ist nur noch online. Kann ich aber nicht zu sagen, weil ich da noch nicht viel zugesehen habe. Okay, mal gucken. Ich habe den, wer hat den gehostet? Ich glaube, Icy oder so hat den mal gehostet. Da kenne ich den her. Wird er auch so geschrieben, der Kräuterbutter? Dann würde ich mich euch gleich einfach auf eigene Gefahr dahin versenden. Wenn Spike sagt, der ist bei Potemkin, dann wird das irgendwie seinen Grund haben. Und André, hab's gelesen, morgen Abend 20 Uhr, dann muss ich nicht viel schreiben, aber sehr gerne Arbeit. André plant wieder was. André plant was. Genau, dann würde ich euch einfach da mit hinversenden. Zu dem De Kräuterbutter. Ich gehe mal auf seinen Kanal. Ob der Link in dem Falle auch stimmt. Ah, Team muss man da eingeben. Okay, danke. Danke, Spike. Ich wusste nämlich nicht immer, wie das... Also ob man wirklich irgendwie noch was dazwischen hauen musste oder sonst was. Okay, der Kräuterbutter ist falsch. Da klicke ich jetzt. Danke. Danke, Spike. So. Dauert noch kurz.
Dann verliere ich noch kurz abschließend eine ganz, ganz kleine Worte. Ganz, ganz kleine Worte. So. Spike. So, dann kopiere ich das hier raus. Andere, es können ja keine, andere kann das ja nicht hosten, ne? Das kann ja in dem Fall dann nur ich. Host. So, das gebe ich dann schon mal ein. Dann passt es soweit. So, jetzt haben wir es soweit. Ich sende mich jetzt in den Schlaf. danke, Markus, schön, dass du es gelesen hast. Bin dann auch Pen. Okay, dann sind wir auch Pen soweit. Ich schicke euch an die Kräuterbutter weiter. Nochmal vielen, vielen Dank für den absolut krassen Stream heute. Für, ja, einfach fast 10,5 Stunden, beziehungsweise wir sind bei 10,5 Stunden. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei geblieben seid, bisschen gelurkt habt, das Ende von Resident Evil mit angeguckt habt und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine super, super, super Nacht. Und als Tipp, Nico, wenn du Let It Die wirklich weiter oder gar durchspielen willst, besorg oder kauf dir ein paar Kappa Pride Münzen, sonst machst du es irgendwann salty. Aus. Ah ja, mal gucken. Noch habe ich den Punkt nicht erreicht, sage ich mal. Werde ich dann sehen, ob ich dann wirklich tatsächlich irgendwann mal, ob das ein bisschen nötiger ist. Mal gucken. Momentan habe ich ein paar so ohne Kappa Pride Münzen gespielt, ein paar Tage. War okay. Hat mich jetzt nicht aufgeregt, sozusagen. Ist halt so. Das ist dann im Prinzip meine Schuld, wenn ich sterbe. Meistens. Von daher ist es eigentlich okay. Da muss ich halt das Geld farmen. So, war bisher eigentlich immer lustig. Okay, vielen, vielen Dank für den Stream. Für den tollen Stream, für den absolut krassen Support, dass ihr da geblieben seid. Dass ihr ja so zahlreich erschienen seid. Die Donations, die Hosts, das Dableiben, das Chatten, all das. Es war ja, der krasseste Stream. Ich habe das auch schon zu Silvester gesagt. Das ist der krasseste Stream. Aber heute war noch mal krasser irgendwie. Ich weiß es nicht. Es ist, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, wie krass, schnell plötzlich so viel Anklang irgendwie das Ganze gefunden hat, das Projekt. Also das habe ich mir, wie gesagt, nie so vorgestellt. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich das machen kann. Und ich will das weitermachen, weil ich habe es tatsächlich seit Jahren oder seit, na gut, 2-3 Jahren nicht mehr so viel Bock irgendwie an einer Videoproduktion sozusagen gehabt, wie mit Twitch jetzt. Ich weiß nicht, warum ich es nicht eher angefangen habe. Ich könnte mir einen Arsch beißen dafür. Aber ja, jetzt sind wir ja soweit. Und bringen das Projekt voran sozusagen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine super, super Nacht. Schlaft schön. Versucht noch ein paar Stunden zu schlafen. Vergesst nicht komplett euren Biorhythmus. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich bei anderen Streams wieder. Beim Spike zum Beispiel oder beim Markus. Vielleicht sieht man sich da ja die Tage. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Schlaft schön. Kommt gut ins Bett. Schönes Wochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.